Hallo, mein Name ist Jürgen Felger für WIM, Freiheit für Wirtschaft, Information und Meinung. Ich habe heute ein ziemlich freudiges Gesicht, denn ich habe folgende Nachricht erhalten auf einer Webseite namens achgut.com, die Achse des Guten, so nennen die sich, und da steht ein Artikel mit der Überschrift, warum wir wegen der Hessenwahl Strafanzeige erstattet haben. Eine Anfrage bei der Frankfurter Staatsanwaltschaft vom 13.11.2018 hat ergeben, dass bis zu diesem Zeitpunkt wegen der in den Medien umfangreich berichteten zahlreichen Vorfälle im Zusammenhang mit der Landtagswahl in Hessen 2018 noch keine Strafanzeige und kein Strafantrag gestellt wurde. Daher haben wir, der für die FDP im Kreistag des Main-Taunus-Kreises wirkende Ramin Paimani und der Hamburger Rechtsanwalt Joachim Steinhöfel heute Strafanzeige wegen Wahlfälschung bei der Staatsanwaltschaft Frankfurt erstattet. Und zwar sowohl gegen Unbekannt wie gegen die namentlich verantwortlichen Wahlleiter. Den Artikel verlinke ich in der Videobeschreibung unten. Ja, interessant. Warum ist die Staatsanwaltschaft, und das klingt dadurch in dem Artikel, nicht schon selbst tätig geworden? Es gibt manche Straftaten, da muss niemand eine Strafanzeige stellen. Da muss der Staatsanwalt von sich aus tätig werden. Tja, bin jetzt kein Jurist. Gut. Ich habe noch die folgende Information über meine eigene Beschwerde. Ich habe mich ja beschwert mit einigen Leuten in CC bei der Wahlkreisleitung über die Auszählung, bei der ich beigewohnt habe. Und diese Auszählung fand statt, indem nur eine einzige Person die Stimmen ausgezählt hat. Wie gesagt, ich bin zufällig in irgendein Wahlbezirk hineinspaziert und habe mir die Wahl ab 18 Uhr die Wahlauszählung angeschaut, und im Nachhinein sind mir dann einige Dinge gekommen. Ich habe zuerst gedacht, ja, das ist alles regulär, kam mir alles spanisch vor, aber es gibt ganz konkrete Regeln, und diese Regel nennt sich Landeswahlgesetz und Landeswahlordnung. Und in der Landeswahlordnung Hessens steht ausdrücklich drin, dass zwei Personen die Stimmen auszählen sollen. Das heißt, aus meinem laienhaften Verständnis, hier wurde eine Ordnungswidrigkeit begangen. Ich sage nicht, welche Stadt das war. Ich will hier aber erst einmal, bevor ich es vergesse, die E-Mail-Antwort geben, die man mir gegeben hat. Und das handelt sich lediglich um eine Empfangsbestätigung, eine individuelle, aber nur Empfangsbestätigung. Bestätigt die E-Mail, Beschwerde erhalten zu haben. Darum habe ich dringend gebeten. Man sagt mir durch die Wahlkreisleitung, ich habe hierzu eine Stellungnahme der Stadt und des Wahlvorstehers des Wahlbezirkes angefordert. Nach deren Eingang und Auswertung durch mich erhalten Sie weitere Antwort. Nichts habe ich erhalten, gar nichts. Ich habe noch einmal eine E-Mail dorthin gesendet. Nichts, gar nichts habe ich erhalten. Und jede, was mir hinterher kam, Mensch, also ich habe mich ja vorher mit dem Thema überhaupt nicht beschäftigt, mit dem Thema Wahlbeobachtung und dergleichen. Erst jetzt nach der Bayernwahl habe ich gedacht, Mensch, das gibt's doch nicht. Und jetzt kam die Hessenwahl. Ich habe ja über 10 Jahre lang in Hessen gelebt, mein Wohnsitz dort. Und insofern habe ich gedacht, so, jetzt spazierst du da mal hin und schaust du das mal selber an. Du kannst das gar nicht glauben, dass da irgendwelche komischen Bemerkungen gemacht werden bei der Wahlauszählung. Das habe ich gar nicht nochmal erwähnt, diese komischen Bemerkungen, die habe ich nicht mal erwähnt da. Ich habe nur gesagt, die Stimmen wurden nicht durch zwei Personen ausgezählt.
gezählt, sondern nur jeweils durch eine Person. Ja, und ich habe keine Antwort erhalten. Und ich habe mir hinterher gedacht, Mensch, bei jedem Mist, Parkverstöße und dergleichen, oder wenn ich ohne Fahrkarte, was weiß ich, ist es auch ohne Fahrkarte, ist es auch eine Ordnungswidrigkeit, ich weiß es nicht, auf jeden Fall Parkverstöße und all jeglicher Mist und ein Hund ohne Hundeleine und dergleichen, alles Ordnungswidrigkeiten, die richtig schön immer verfolgt werden, ja, aber wenn es um die ordnungsgemäße Wahl geht, ja, da bitte ich doch mal, mir doch hier Informationen zu geben, liebe Zuschauer, lieber Zuschauer, wenn du je irgendwann einmal erlebt hast oder gehört hast, dass eine Wahlordnung nicht eingehalten wurde und diese jener verknackt wurde, sagen wir mit irgendeiner Strafe, sei es Geldstrafe, sei es irgendwas, dann bitte hier unten Bescheid geben. Es geht nicht um den nachgewiesenen Wahlbetrug wie in Bremen oder gibt es ja die ein oder anderen Fälle, ja, wo tatsächlich auch Ergebnisrelevanz erwiesen wurde, sondern es geht nur um die Fälle, interessieren mich jetzt gerade, bei denen Ordnungswidrigkeiten stattgefunden haben, seien es die Parteilichkeit bei der Auszählung herauskam oder eben Stimmen nicht so ausgezählt wurden, wie sie ausgezählt werden hätten sollen. Denn das geht gegen die in Hessen Landeswahlordnung. Und die habe ich mir mal genauer angeschaut und dazu hatte ich ja auch ein Video. Wenn ich es nicht vergesse, dann füge ich das hier nochmal ein. Oder ich werde Informationen nochmal geben, unten in der Link, einen Link unten in der Videobeschreibung. Soweit erst einmal von mir und wie gesagt, jetzt erstmalig eine Strafanzeige wegen Frankfurt und den Ungereimtheiten. Ja, wie wir allerdings alle wissen, so manche Strafanzeige verläuft im Sande. Naja, was soll ich da sagen? Welches Vertrauen soll man da haben in die Justiz? Schauen wir mal. Ich gehe davon aus, die Staatsanwaltschaft hätte von sich aus tätig werden sollen. Aber dazu bitte ich um Kommentare unten auch im Linkbereich, wenn da jemand genaueres weiß. Das war nur meine Einschätzung. Erstmal soweit dazu. Und ja, morgen, 16. November, also am Freitag, 16. November, gibt es angeblich die Veröffentlichung der Hessenwahlergebnisse, zumindest die Ergebnisse, die die Leitung in Wiesbaden veröffentlicht, die veröffentlicht, wo sie davon ausgeht, dass das die Ergebnisse sind. Erstmal soweit.